Hauptbahnhof München, hier ist es passiert. Früh am Sonntagmorgen stürzt ein Mann auf die Schienen. Ein anderer Fahrgast beobachtet die Szene und springt selbst auf die Gleise, obwohl gerade ein Zug einfährt. Es bleiben nur Sekunden. Aber die Rettung gelingt. Zum Glück. Sina Dietsch von der zuständigen Bundespolizei hat den Vorfall auf dem Überwachungsvideo ausgewertet. Vor dem mutigen Einsatz des Retters hat sie Respekt, denn es war alles ziemlich knapp. Es ging alles sehr schnell, das war eine Sache von Sekunden und wir sind da sehr, sehr dankbar und möchten uns einfach gerne bei dem Mann bedanken, der da so viel Mut gezeigt hat und so couragiert eingeschritten ist. Vermutlich hat der Mann gehandelt, ohne groß darüber nachzudenken, dass er dabei sein eigenes Leben riskiert. Notfalls hätte er sich zwar vom Gleis aus in einen Überlebensraum retten können, der unterhalb der Bahnsteigkanten verläuft. Aber das Risiko, dabei schwer verletzt zu werden oder Schlimmeres, ist immens hoch. Wobei ich dabei auch betonen muss, dass das, was er getan hat, sehr gefährlich war. Es ist nicht unbedingt ratsam, das auch in irgendeiner Weise nachzuahmen, weil natürlich der Aufenthalt im Gleis immer sehr, sehr gefährlich ist. In dem Fall ist es glücklicherweise gut ausgegangen. Die Bundespolizei würde sich freuen, wenn der Retter sich meldet. Sie möchte sich für den beherzten Einsatz bedanken. Trotzdem können solche Heldentaten leider nicht zur Nachahmung empfohlen werden.